Meine Damen und Herren, jetzt geht es um die Beweglichkeit Ihrer Schulter, Ihrer Ellbogen und auch der Brustwirbelsäule. Die Aufrichtung und Drehung ist ja immer wieder schwierig und an der müssen wir arbeiten. Wie das gehen kann, zeigen wir Ihnen jetzt. Sie schieben den rechten Arm weit nach vorne, Ellbogen streckt sich, Schultergelenk wird aktiv, Brustwirbelsäule wird aktiv. Und jetzt drehen Sie den Arm noch nach oben, Sie werden das im Schultergelenk spüren. Schauen zu der Hand, drehen den Arm wieder zurück und ziehen den Arm wieder her. Das Ganze mit links. Nach vorne schieben. Aufdrehen, hinschauen, zurück und wieder zurückgehen. Und das Ganze im Wechsel machen wir das gleich noch einmal. Nach vorne aufdrehen. Sie spüren wieder die Drehung in der Brustwirbelsäule, die Streckung und kommen zurück. Andere Seite. Nach vorne schieben, schauen, dass Sie gut außen bleiben und kommen wieder zurück. Und dazwischen richten Sie sich immer wieder gut auf. Ja, wie oft? Wiederholen Sie es 10, 12 Mal. Sie können spüren, geht jede Seite gleich gut oder komme ich immer gleich weit? Wenn Sie einmal bis an den Tischrand vorkommen, achten Sie darauf, dass Sie jedes Mal bis an den Tischrand kommen, denn das heißt ja, Ihre Bewegungsfähigkeit ist so groß. Also, auf geht's! Meine Damen und Herren, auch bei der nächsten Übung geht es um die Mobilität im Schultergürtel und in der Brustwirbelsäule. Und sie sieht so aus. Sie schieben beide Arme weit nach vorne. Schauen Sie, dass das parallel geht. Dann beide Arme weit nach außen bringen. Sie spüren die Streckung in der Brustwirbelsäule. Beide Arme wieder zur Mitte. Und jetzt wieder miteinander herholen. Und wenn Sie wieder angekommen sind, sich kurz aufrichten. Brustbein nach vorne oben bringen. Und wieder vor. Weit nach außen. Ja. Und wieder zusammengehen. Und wieder zurück. Und sich aufrichten. Und gleich nochmal. Vor. Nach außen. Wieder zusammen. Und ran und gerade sitzen. Ja, auch hier stellt sich wieder die Frage, wie oft soll ich das denn machen? 10 bis 15 Mal ist auch hier eine gute Idee. Denn Sie wollen ja etwas von den Übungen haben. Deswegen zählen Sie nicht möglichst schnell, sondern machen Sie die Übungen intensiv. Auf geht's. Jetzt geht es noch einmal um die Mobilität im Schultergürtel und der Brustwirbelsäule. Dort vor allem wieder die Aufrichtung in Verbindung mit der Drehung. Wie sieht es aus? Sie nehmen Ihre rechte Hand und fahren an der Tischkante so weit vor, wie Sie können. Die Hand bleibt, wo sie ist. Die andere Hand strebt zur Decke, der Daumen zeigt nach hinten und Sie schauen noch zu Ihrer Hand. Jetzt spüren Sie sehr gut Dehnung in der linken Schultermuskulatur oder besser in der Brustmuskulatur und dann kommen Sie wieder zurück. Und der Arm geht auch wieder zurück und Sie sitzen, wie gehabt, dazwischen wieder gerade. Dann machen wir es mit der anderen Seite. Die linke Hand strebt nach vorne seitlich und wenn Sie ganz vorne sind, geht der rechte Arm nach oben, Daumen nach hinten, schauen Sie in Ihre Hand, richten Sie sich weit auf, wunderbar, dann geht der Arm wieder runter und der andere Arm kommt auch wieder zurück, Sie sitzen gerade. Wir machen jede Seite noch einmal. Sie gehen zur Seite, nach vorne, richten sich auf, der Arm geht nach oben, Daumen zeigt nach hinten, Sie schauen in Ihre Hand, dann gehen Sie wieder nach unten, Kopf dreht mit zurück, Sie sitzen gerade. Das Ganze mit links, linke Hand nach vorne schieben und sobald Sie dort angekommen sind, geht die rechte Hand nach oben, genau der Daumen geht nach hinten, Sie schauen in die Hand, kommen wieder nach unten und setzen sich, führen die Arme zurück, setzen sich wieder gerade hin. Auch hier geht es darum, dass Sie das einige Male hintereinander machen
Jetzt liegt es an Ihnen. Wollen Sie eine Seite einige Male machen und dann die andere oder abwechseln? Das können Sie so gestalten, wie es Ihnen am besten tut. Aber dazwischen immer wieder aufrichten. Ja? Lassen Sie sich Zeit, diese Übungen intensiv durchzuführen. Und was Sie nicht vergessen sollten, atmen Sie regelmäßig weiter. Auch diese Übung führen Sie so 10 bis 15 Mal pro Seite durch. Ob Sie nun eine Seite zuerst dran nehmen, dann die andere Seite machen, das bleibt Ihnen vollkommen selbst überlassen. Aber lassen Sie sich auch hier Zeit, die Übungen korrekt und so groß wie möglich durchzuführen. Und vergessen Sie bei all dem nicht, weiter zu atmen und die Übungen ruhig fließend zu machen.